This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, heute erster Weihnachtstag 2021 und ich möchte euch noch mal zum in diesem Jahr noch ein Review geben, welches mir am Herzen liegt. Weltpremiere. Ich bin in der glücklichen Lage, diesen Schlafsack schon eine Weile zu benutzen und meine Eindrücke euch weitergeben zu dürfen. Das ist der neue Expat Ultra Minus 5. Das neueste von Expat und noch gar nicht auf dem Markt. Wartet aufs Frühjahr, da kommt der auf den Markt und dann könnt ihr da mal vielleicht bei einschlägigen Händlern Probe schlafen. Ich möchte euch diesen Schlafsack heute vorstellen und auch noch ein Cover dazu, was aus diesem Schlafsack, was auch generell für andere Schlafsäcke eine ganz, ganz geile Option ist, um eventuell auch seinen Daunenschlafsack oder andere Schlafsäcke wetterfester zu machen und dabei aber ultra leicht zu sein. So, vorweggenommen, ich bin hier bei mir zu Hause auf unserem Grundstück. Wir haben einen ziemlich schönen großen Garten. Und hier steht eigentlich den ganzen Winter über mein LAVO, mein 1P. Daher kann ich immer mal auch mal eben zwischendurch einen Schlafsack testen. Das ist eine richtig coole Sache. Ich habe hier diesen Expat Ultra Minus 5. Das neueste und das high-endigste, was es im Moment bei Expat auf dem Schlafsackmarkt gibt. Ja, das ist cool. Specs: 850er Daune. Außenstoff 10 Denier, ultraleicht, Innenstoff 15 Denier, komplett recyceltes Polyamid. Das Ding besteht zu Großteil alles aus recycelten PET-Flaschen. Selbst der Reißverschluss besteht aus PET-Flaschen. Modernste Schnitte, das ist hier ein Differentialschnitt mit umlaufenden Daunenkanälen, so kann man auch schütteln. Das heißt, wenn es zu warm wird, kann man von oben nach unten schütteln, die Daune nach unten packen. Oder wenn es zu kalt wird, kann man auch sich das ein bisschen mehr nach oben schütteln. Sehr cool. Wir haben hier einen Sarkophag-Fußbereich, der ist, wenn die Füße hochstehen, was ja normal ist bei Rückenlage, eine ideale Fußbox bildet für die Füße. Wir haben hier einen dunklen Außenstoff, der
bei diesem Schlafsack dafür sorgt, dass ich jede Sonnenenergie ausnutzen kann zum Trocknen draußen. Mal eben übers Zelt hängen, super, super geil, ist sofort trocken das Ding, wenn die Sonne drauf knallt. Wir haben hier auch eine Innenstoff, orange. A, was Freundliches, was Fröhliches. B, Signal. Wenn du ihr damit irgendwas euch passiert, seid ihr auf jeden Fall, habt ihr eine Möglichkeit zu signalisieren. Wir haben eine neu geschnittene Kapuze. Absolut geilstes Zeug. Liegt super gut. Schöner Wärmekragen, alles drin. Zipper mit Leuchtmaterial, sodass er in der Nacht findet ihr den ganz schnell wieder. Auch wenn der Schlafsack mal irgendwo liegt, das Ding leuchtet. Super geil. Das also könnt ihr mit der Taschenlampe aufladen und der leuchtet sehr, sehr lange. Ultra leicht das Teil. In M, in Regular Weite gibt es den, der wiegt ja 750 Gramm. Ich höre schon hier wieder Schlaf-Isomatte. Falls gefragt wird, ist die Expat Syn Cellmat. Hat eigentlich den Hintergrund für Hängematten zu sein, weil die sich in jede Form biegen lässt. Das heißt, sie könnt die drehen, wenden und sonst was. Sie gibt keine Form vor. Cooles Teil. Ja, ich schlafe da drauf hier in meinem Lavu. Der Schlafsack an sich, das ist schon cool. Der große Clou ist, dass ihr bei diesem Schlafsack euch aussuchen könnt. Es gibt verschiedene Konfigurationen. Das könnt ihr euch aussuchen und das ist ziemlich einmalig. Wir haben hier den Expat minus 5 in lang und in weit. Und das ist das erste Mal, dass ich mir einen weiteren Schlafsack geholt habe. Dieser Schlafsack ist, ich schlafe sonst lieber in engeren Schlafsäcken, weil sie einfach wärmer sind. Den Unterschied merkt man schon. Wenn man jetzt sehr füllig ist, ist das natürlich eine Möglichkeit, dass ihr auch mal einen leichten Daunenschlafsack benutzen könnt, der etwas weiter ist, wo na, es ist nicht so ganz so super weit, aber ist so weit, dass er mir schon zum Teil, dass es sehr komfortig ist, sehr komfortbereich. Es gibt diesen Schlafsack als minus 5 und als minus 10. Unter diesen minus 5 und minus 10 könnt ihr jeweils noch wählen, ob ihr den in lang oder in kurz haben wollt, also in regular oder in large haben wollt. Und dann könnt ihr unter dem Large oder den Regular könnt ihr auch noch wählen, ob ihr den in normal geschnitten haben wollt oder in weit geschnitten haben wollt. Dieser minus 5 ist Large und weit. Wollte ich unbedingt mal ausprobieren, wie warm ist sowas. Zur Info, das muss man einfach sagen, ein Schlafsack, der weiter ist, als es hat einen Sinn, wenn man in den Bereichen unter 0 Grad schläft, werden Schlafsäcke schnell, die zu weit sind, auch kälter. Das heißt, der engere Schlafsack ist auch wärmer, obwohl er weniger Material hat. Wir haben hier jetzt einen Schlafsack, der hat 850er Daune. Polnische RDS-zertifizierte Daune, die in Deutschland verarbeitet wurde. Rattengeil das Ding. Hat einen Bombenloft. Dieser hier, der Large Weit minus 5. Wiegt knapp unter einem Kilo, also unter einem Kilo. Als großer Schlafsack mit fast 700, weil der Weite hat mehr Daune in Large, hat er fast 700 Gramm Füllmaterial an Daune. Das ist ultra viel im Grunde. Also man hat hier fast 700 Gramm Daune, Large, Weit. Und der schläft sich wirklich bequem. Das ist richtig bequemes Schlafen. Und ich habe den mit auch auf meiner Kajaktour gehabt. Ich mache oben noch mal einen Link rein. Da hatte ich den mit dabei und das war einfach nur gemütlich und angenehm und ich habe so behaglich geschlafen. Das hat mir sehr, sehr gefallen, das Gerät. Ja, Premiere, Weltpremiere. Ich bin, glaube ich, der Erste auf ganz YouTube, der diesen Schlafsack vorstellt. Er ist eigentlich noch ganz geheim die ganze Zeit. Ich habe die Freigabe gekriegt, dass ich ihn für euch vorstellen darf. Das ganze Ding ist High-End. Wir sind hier bei diesem Schlafsack absolut in einer Liga mit Western Mountaineering. Also die Expat braucht sich nicht verstecken vor Western Mountaineering. Aber wir reden hier auch von der gleichen,
Der Preis ist aufgrund der hohen Qualitätsstandards und der recycelten Hüllen und so weiter, das sind alles teurere Produkte dadurch, ist dieses Gerät genauso teuer wie ein Vesta Mountaineering Schlafsack, so als Pendant, aber auch auf gleichem Niveau technisch gesehen, also absolut eine Linie. YKKK, Reißverschlüsse sind drin, alles hier mit Anti-Klemmband drinne, diese Sarkophag-Fußbox, ne? Schüttelbare Kammern, umlaufende Kammern, alles cool. Ja, ich bin mega geflasht von dem Teil. Verstecknähte, sodass keine Wärmebrücken entstehen und auch die Daune nicht raus kann. Das kennt ihr vielleicht bei manchen Schlafsäcken, wo denn aus den Nähten immer Daune rauskommt. Habt ihr hier nicht, auch nicht. Also es ist richtig ein wunderschöner Schlafsack, auf dem man sich, also ich bin einfach nur absolut geflasht von dem Teil. Das ist absolut der Hammer. Ja, den gebe ich nicht mehr her. Das ist echt cool. Ja, macht Spaß. Hier seht ihr die Fußbox, die im Sarkophag-Style hochgeht. Sehr, sehr guter Loft bei diesem Schlafsack. Sehr, sehr guter Loft. Kapuze. Also alles vom Feinsten bei dem Teil. Wunderschön. Mit dabei gibt es einen Packsack, den ihr auch als Moskitonetz benutzen könnt. Auch euch über das Gesicht legen könnt, falls ihr mal in irgendwelchen Situationen seid, wo es unangenehm ist. Guckt mal, das ist wirklich nur so ein Beutelchen, das wiegt keine, weiß ich, Geier 30 Gramm. Das ist echt nicht viel. Und dazu ist eben wasserdichter Expert-Rollverschluss. Schön zukrempeln, kriegt ihr ultra klein die Kiste. Einfach nur kompakt, minus 5 Grad. Ist der Grenzbereich, der so gemessen mit langer Funktionsunterwäsche oder so funktioniert. Gerade der Weite ist da in dem Grenzbereich sensibler, weil ihr mehr Kältezonen habt, wenn ihr nicht so dick seid, dass ihr den komplett ausfüllt. Also, dass ihr, wenn ihr den wegen des Komfortes wählt, dann ist der Weite kälter als der Enge, also der normale. Der Weite ist natürlich logischerweise kühler, weil er eben weitere Kältebereiche hat, die der Körper nicht schafft aufzuheizen. Logisch. Das hat nichts mit dem Schlafsack zu tun. Das ist eine generelle Sache bei Schlafsäcken. Und von daher möchte ich sagen, dass man eben da entscheiden muss, wie man schläft, wie man es gerne mag. Also ich bin persönlich, wenn es dann richtig kalt ist, mag ich lieber einen engeren Schlafsack und schlafe auch fast nur in engen Schlafsäcken wie der Waterblock Pro, der nämlich einen guten Konturschnitt hat und der dadurch deutlich enger ist, dadurch, dass er deutlich enger ist, auch deutlich wärmer ist. Wobei ich da auch das minus 15er Modell habe. Ja, schön. Was ich euch noch eben vorstellen möchte für Leute, die gerne mal etwas suchen, was ihre Schlafsäcke, wenn sie zum Beispiel einen Schlafsack, einen Daunenschlafsack haben mit normalem Stoff, Außenstoffen. Hier sind diese sind imprägniert, aber sie sind nicht gänzlich wasserdicht. Und wer jetzt noch so ein für Biwak unterm Tarp und so weiter was sucht, dieses Cover Pro aus Pertex Quantum Pro ist von Expert, ist eine ziemlich neue Geschichte. Ultra leicht, seht euch mal dieses kleine Paket hier an. Das ist ultra leicht und wiegt knapp etwas über 300 Gramm, 320 Gramm, glaube ich. Ich habe den hier in das Cover Pro in Large. Und dieses Cover Pro in Large ist wirklich super im Umfang, mit 1,80 Meter Umfang und unten hat es eine 110er Breite. Wir haben hier 2,40 Meter Länge und das könnt ihr ganz leicht, das hat einen Packbeutel und das könnt ihr dann ganz leicht über euren Schlafsack ziehen und das zeige ich euch mal eben. Das Teil hier ist ideal, wenn ihr jetzt noch mal sagt so, bah, wer weiß, ich habe jetzt nur diesen einen Schlafsack und ich möchte dem noch mal ein bisschen Wärmeleistung dazu pimpen, auch funktioniert super. Wir haben, der bringt, das ist ein super feiner Stoff, super leicht. Und dieses Teil bringt noch mal aus meinem Erfahrungswert heraus
locker 5 Grad. Hier ein YKK wasserdichter Reißverschluss. Ihr könnt das bis weit unten aufmachen. Ich packe das mal eben hier die Packsäcke beiseite. Könnt einfach euren Schlafsack hier reinschmeißen. Solltet natürlich jetzt darauf achten, was ganz praktisch ist, wenn man jetzt mal später sich einen Schlafsack holt, dass man dann auch 2 Rechtsreißverschlüsse hat. Und dann packt man den anderen Schlafsack in dieses Cover Pro rein. Mein Tipp, wenn ihr nicht wollt, dass sich das verhakt, legt immer einen Finger davor, beim Reißverschluss zu machen. So, guckt mal, und dann hat man hier ein ultraleichtes Cover mit einer halbwegs guten Wasserdichtigkeit. Dieser Quantum Pro Stoff hat, soweit ich weiß, etwas über 1000er Wassersäule, 1000 oder 2000, ich weiß es nicht genau. Aber es dreht sich hier in erster Linie auch um die Kondensfeuchte, die man damit abhält aus seinem Schlafsack. Ne? Wir haben hier, ihr habt hier einen Zuzieher, Gummiband, alles Mögliche dabei und könnt euren Schlafsack optimal schützen. Ich mache mal jetzt ein bisschen Close-ups für euch. Was Tolles an diesem dieser Hülle ist, was man eben auch mal als absoluten Vorteil erklären sollte, ist, dass dieses Quantum, Pertex Quantum Pro ein ultraleichter Stoff ist, der hochatmungsaktiv ist. Dazu ist er so leicht, dass er, und das ist gerade unheimlich wichtig für Daunenschlafsäcke. Ihr kennt sicher diese schwere Monster von der Bundeswehr, dieser Biwaksack, der so dicht und fest ist, dass er zum Beispiel Daunenschlafsäcke durch seine stabile Hülle daran hindert, dass sie auflüften. Das haben wir hier nicht. Der Stoff ist so leicht und so und auch vor allem weit genug, dass er einen diesen weiten Schlafsack nichts entgegendrückt und den Schlafsack platt hält. Weil was wärmt uns draußen? Das ist die isolierte Hülle und der Loft und die Dicke des Loftes. Wenn der Außenstoff schon das platt drückt, dann haben wir weniger Isolation, wie wenn wir den Schlafsack dann einfach so benutzen würden ohne Hülle. Weil die Hülle, wenn die den noch platt drückt, vermindert die dann den Loft. Und darum ist das so wichtig, dass dieser Außenstoff ultra, ultra leicht ist. Noch ein Tipp, lasst einfach die Isomatten draußen, wenn ihr in Biwaksäcken pennt. Dadurch habt ihr mehr Platz im Biwaksack. Und die Isomatte, ob die nun draußen ist oder drinnen, das ändert nichts. An dem Punkt, wo ihr drauf liegt, habt ihr Isolation. Wenn ihr die mit reinnehmt, drückt die euren Schlafsack platt, weil sie da drinnen ist das ohnehin eng. Und dann noch eine Isomatte mit rein, ist vollkommen kontraproduktiv. Von daher nochmal eben dieser Tipp, Isomatten auf im Biwaksack draußen lassen. Das ist ungemein wichtig für die Isolationsfähigkeit und den Loft des Schlafsackes. Ja, hochatmungsaktiv, Farbe grün. Grün resultiert daraus, weil das ist der gleiche Außenstoff, den wir haben bei dem neuen supergeilen Expert Waterblock Pro. Der Waterblock Pro ist ein hammergeiler Schlafsack. Ich war mit bei der Entwicklung beteiligt als Berater. Daraus resultieren kam auch, dass diese Farbe am Markt ist. Und ich hatte dahin ein bisschen gedrängelt, dass wir einen grünen Stoff kriegen, einen Outdoor-Stoff, weil viele Leute wollen draußen nicht auffällige Farben haben. Und selbst jetzt mit diesem Stoff könnte man zum Beispiel beim Bivakieren irgendeinen gelben Schlafsack einfach covern und man ist unauffällig und hat es getarnt. Also das war auch unheimlich wichtig. Ja, 300 Gramm zusätzlich. So hat man ein Setup von mit diesem Schlafsack zusammen, würde ich also locker minus 5, minus 8 Grad angehen.
mit langer Unterhose. Noch ein Tipp, wie ihr herausfinden könnt, Grenztemperaturen von Schlafsäcken. Legt euch nur in Unterhose und T-Shirt rein. Probiert das einfach mal für euch einmal aus, wie weit ihr runtergehen könnt. Macht mal eine Nacht, ein, zwei Nächte, vielleicht im Garten, wenn die im Winter, wenn die Temperaturen runtergehen. Und dann könnt ihr sehen, ha, bei, sagen wir mal, 3 Grad minus wurde es frisch. Das heißt, das wäre so meine Grenztemperatur, wenn ich draußen bin. Und wenn ich dann weiß, es wird mal minus 10 Grad, kann ich mit ein bisschen Add-on-Klamotten, weiß ich, dass ich gerade so lang komme. Oder habe zumindest einen Richtwert für mich selber. Das hat nichts damit zu tun, dass ich damit sagen will, dass man immer in Unterhose und T-Shirt pennt. Ich selber persönlich mag das am liebsten, wenn ich schlafe gern im Schlafsack, so wie ich zu Hause penne. Also das ist auch noch eine Theorie von mir. Wenn ich immer zum Beispiel im Schlafsack zu Hause in Unterhose und T-Shirt oder irgendwie penne oder Pyjama, dann nehmt euch das mit, was ihr zu Hause auch, wie ihr zu Hause schlaft, als Unterwäsche fürs Schlafen, weil dann ist das nicht so ungewohnt für euch, weil draußen schlafen ist erstmal ungewohnt. Und daher hilft es euch, wenn ihr Gewohnheiten mitnehmt. Also bei mir ist es so, ich schlafe meistens in der Unterhose und T-Shirt, aber für euch solltet ihr mal ein, zwei Testnächte trotzdem machen in Unterhose und T-Shirt, dann wisst ihr, wie warm der Schlafsack eigentlich ist und nicht irgendwelche Sachen, die ihr da drin anhabt. Weil so habt ihr dann einen Referenzwert und wenn ihr mal eine Tour macht, wo es dann doch mal knackig kälter wird, habt ihr ungefähr einen Wert für euch, sagen wir mal minus 3 Grad, da fühle ich mich noch gerade so drin wohl in der Sache und mit Unterhose, mit langer Unterhose, ein paar Socken und ein Longsleeve komme ich dann, sagen wir mal, bis minus 8 Grad und noch so ein Cover drüber, kann man vielleicht sogar minus 10 Grad angehen. So mal für euch. Entscheidend dabei ist dann natürlich auch noch eine Isomatte dabei zu haben, die genug Isolation vom Boden her euch gibt, dass das die Bodenkälte nicht zum Körper durchdringt. Ich hoffe, das war mal wieder interessant für euch. Der Schlafsack ist teuer. Ich zeige euch hier gerade High-End-Zeug. Es werden bestimmt wieder Kommentare kommen. Boah, so teuer. Obwohl ihr noch nicht mal genau, ich kann euch keinen Link dazu geben, der wird erst im Frühjahr rauskommen. Das Cover Pro werde ich für euch unten verlinken. Das ist eine richtig geile Sache. Da wird auch wieder kommen, boah, so teuer. Ja, im Moment, dieser Stoff ist mit das teuerste, was du an Outdoor-Außenstoffen kaufen kannst, Quantum Pro. Dieser Biwaksack kostet um 200, was richtig viel Geld ist. Und dann werden wieder welche sagen, oh, dann nehme ich doch meinen Armee-Biwaksack. Die vergessen aber die Leute, dass neu gekauft, zum Beispiel ein Carinthia-Biwaksack, ganz neu im Shop bei Carinthia, wie das Modell für die Bundeswehr, kostet auch 200 Euro. Und ihr dürft jetzt nicht den Fehler begehen, Äpfel mit Birnen vergleichen, indem ihr einen Gebrauchtpreis als Wertgegenlage zu einem Neuartikel auf High-End-Bereich vergleicht. Von daher, schreibt mal bitte in den Kommis rein. Seid ihr bereit, für sowas so viel Geld auszugeben? Weil ich glaube, auch viele Produkte, die so einen Hype erlebt haben, haben den Hype eigentlich nur erlebt, weil sie eben Surplusware waren aus dem Armeebereich, wo extrem gebrauchtes oder abgenutztes Zeug eben für einen Apfel und ein Ei verditscht wurde. Dass dieses Zeug, was für einen Apfel und ein Ei gebraucht verkauft wurde, ja auch einen Neupreis hatte, das sollte man immer dabei bedenken. Und wenn man jetzt so Preisrelationen bei einem oben rumrattert und oh, und die erste Reaktion ist das teuer, solltet ihr bedenken, dass das Produkt, was ihr als Surplus-Produkt gekauft habt, genauso viel neu gekostet hat wie zum Beispiel dieses Cover Pro. Und ich weiß, dass der Carinthia Biwaksack richtig viel Geld gekostet hat bei Carinthia für die Bundeswehr als Bundeswehr-Schlafsack mit dem Best Defense Gore-Tex Stoff, weil das war ein richtig High-End Stoff damals, Best Defense, der dafür benutzt wurde. Und das war, ich glaube, die Bundeswehr hat locker über 200 Euro für diesen Biwaksack bezahlt. Und
das möchte ich gerne auch mal kommuniziert wissen, dass da nicht immer nur aus dem Bauch heraus mit irgendwelchen Zahlen jongliert wird. Denn auch der Bundeswehr-Schlafsack, der allgemein 2 oder auch Defense 4, hat die Bundeswehr sogar noch mehr bald gekostet, weil es ein Beschaffungsauftrag war, wie er normal im Shop mit seinen 170, 180 Euro kostet. So, das vorweg. Schlaft ihr in Daune, kann ich euch dieses hier als Add-on für euren Schlafsack sehr empfehlen. Ist rattengeil, ihr habt keinen Luftverlust durch das Teil, ihr habt höchste Atmungsaktivität und ich werde heute Nacht mal wieder hier draußen pennen in meinem Schlafsack und das sehr genießen, glaube ich. So viel dazu. So, liebe Leute, so, das war's für mich heute auf dem ersten Weihnachtstag. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Im neuen Jahr, das erste Wochenende Sonntag, Sunday Night Live, denkt dran. Und da möchte ich gerne wieder meinen Livestream machen. Ich hoffe, ich konnte euch einen neuen Einblick geben in ein neues, geiles Produkt. Ich hoffe, dass ihr noch viele Fragen für die Kommentare habt. Schreibt ordentlich in die Kommentare rein. Ich versuche, die zu beantworten, wenn ihr da Fachfragen habt zu dem Thema. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, schöne Weihnachten noch und einen guten Rutsch. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.